herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ja, heute gibt es bei mir wieder einen richtig typischen und echten österreichischen Klassiker. Diese wunderbaren Salzburger Nockerl. Ja, so ziemlich jeder, der schon mal in Salzburg war, kennt sie vom Sagen und vom Hören. Und ich denke mal, auch fast jeder hat sie schon mindestens einmal dort gekostet. Ich zeige euch heute, wie ihr euch auch ein kleines Stückchen Salzburg direkt nach Hause holen könnt. Was ihr hierbei alles beachten müsst, und wie das Ganze funktioniert, das sehen wir uns jetzt an. Für die Salzburger Nockerl benötigen wir 100 Gramm Kristallzucker, 7 ganze Eier, 20 Gramm glattes Weizenmehl, ca. 30 Gramm weiche Butter, 20 Gramm Preiselbeeren, eine Packung Vanillezucker und eine Prise Salz. Ich mache mir die Salzburger Nockerl immer recht gerne nach verschiedenen Sorten, an denen man viel Eier braucht und in dem Fall auch viel Eiklar überbleibt. Denn ihr braucht für dieses Rezept alle 7 Eiweiß, aber dafür nur 2 Stück Dotter. Oder ihr könnt das Ganze natürlich auch wie in meinem Fall jetzt direkt nach Weihnachten machen, denn da hat man ebenfalls wieder sehr viel Eiweiß oder Dotter über von der ganzen Weihnachtsbäckerei. Wir starten nun als erstes damit, uns den Kristallzucker zusammen mit dem Eiklar, dem Salz und dem Vanillezucker richtig gut aufzuschlagen. Achtet auch darauf, dass ihr euer Eiweiß hier nicht so lange aufrührt, denn sonst könnte euch passieren, dass sich das Eiweiß überschlägt und die Masse sehr fest in ihrer Struktur wird und dadurch lassen sich später die Nockerl nur sehr schwer formen. Also am besten mit Hilfe eines Löffels kurz in das Eiweiß hineintauchen und nach oben ziehen. Und wenn ihr hier einen kleinen Spitz habt, der stehen bleibt, dann ist euer Eiweiß perfekt aufgeschlagen. Wir machen jetzt auch schon weiter mit unseren Dottern und heben die mit Hilfe einer Teigspachtel vorsichtig unter unsere Masse. Und nun nur noch das Mehl mit einem feinen Sieb durchsieben und auch dieses vorsichtig unter unseren Eischnee heben. Jetzt braucht ihr eine feuerfeste Wanne und diese buttern wir uns jetzt mit unserer weichen Butter und einem Pinsel ordentlich am Boden aus. Und in die ausgebutterte Wanne verteilen wir uns nun grob die Preiselbeerstückchen. Und nun mit Hilfe einer Teigkarte aus eurer Eiermasse 3 gleichmäßig große Nockerl herausstechen und diese in eure Form hineinsetzen und 3 Spitzen bilden. Und all jene, die hier drinnen keine Preiselbeeren möchten, aber das Ganze später richtig schön saftig haben wollen, denen kann ich noch diese Variante empfehlen. Hierfür erhitzt ihr euch 100 ml Sahne mit 2 Esslöffel Butter und gießt euch das Ganze vorher schon in die Form hinein und setzt später anschließend eure Nocken auf. Dann erinnert das später beim Essen wie an eine Art richtig leckeren und saftigen Milchrahmstrudel. Original werden in Österreich die Salzburger Nockerl immer mit 3 Hügeln versehen. Denn diese 3 Hügeln sollen die Hausberge von Salzburg darstellen, die eine geografische und wichtige Eigenschaft für die Stadt haben. Zum einen ist hier der Mönchsberg, der die Altstadt durch die Salzach hindurch grenzt, und gleich dahinter der Rheinberg und der Kapuzinerberg, gleich gegenüberliegend auf der anderen Flussseite. Wir backen jetzt unsere Salzburger Nockerl im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad für ca. 9 Minuten. Also so lange, bis sie an der Oberfläche beginnen, richtig schön goldbraun zu werden. Hier ist übrigens sehr wichtig, dass ihr darauf achtet, euren Ofen nicht zwischendurch immer zu öffnen, denn sonst fallen euch die Salzburger Nockerl zusammen. Also den Ofen wirklich zulassen und erst ganz zum Schluss eure Salzburger Nockerl herausnehmen. Jetzt fällt bei unseren Salzburger Nockerl hier nur noch der Schnee an den Bergen, also der süße Puderzucker, ganz oben drauf. Und fertig sind diese wunderbaren Salzburger Nockerl. Wer möchte, kann sich hier jetzt noch beim Anrichten Karamell oder Kirschensoße drüber gießen, dann schmeckt das Ganze auch noch etwas fruchtiger. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihm einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, um keine weiteren solcher leckeren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal und nicht vergessen, eine Mahlzeit ist erst beendet, wenn man etwas Süßes gegessen hat.